Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Map Version 1.3 vierfach ohne Gräben. Ja, was machen wir? Wir waren dabei, Feld 12 zu sehen, also Saat auszubringen. Und ich habe es ja immer noch nicht hingekriegt, einen vernünftigen Überladewagen, außerdem aus dem Horsch-Pack, zu finden, mit dem ich hier meine Amazone Condor befüllen kann. Und da mir das ein bisschen auf den Keks geht. Ja, vielleicht. Also ich habe verschiedene Überladewagen einfach mal ausprobiert, auch jetzt nicht. Also ohne Video, einfach mal mit einem Testspielstand. Es hat mit keinem funktioniert, auch irgendwie so Seed Express und wie sie nicht alle heißen. Bin ich sehr, sehr enttäuscht. Ich habe es jetzt mal so eingestellt, dass meine Helfer praktisch Saatgut und Dünger kaufen. Einfach weil ich keinen Bock habe, dann immer den weiten Weg bis zum Hof zurückzufahren. Und jetzt sehen wir hier einfach mal. Jetzt kostet mich das zwar Kohle, aber es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. So. Erstmal bringe ich jetzt hier die Fahrzeuge alle zurück. Im Hof. Also ja, hier muss ja eigentlich auch dann direkt runter zur Holzverarbeitung. Das sind jetzt hier die letzten beiden Felder, die noch angesät werden müssen. Und dann fahren wir mal ab zum Hof. Gucken, ob das klappt. In diesem Follow-Me-Konvoi. Oh, wird schon. Und schon hänge ich fest. Gibt's doch gar nicht. Ja, mal gucken, was mit den anderen ist, die dann hinterherkommen. Ob die dann da auch gleich festhängen. Na, er kommt hinterher. Sollte ja hoffentlich der Hakenlift-Truck. Jawohl, schafft er auch. Wunderbar. Ach, ja, seht ihr. Da unten steht auch noch der Big M. Mir schön viel Hilo macht. Also Silageballen. Den können wir auch gleich nochmal wieder auf Kurs schicken. Oh, 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 oh. Das kann ich auch jetzt eben schnell machen eigentlich. Kann ich eigentlich mal eben schnell rüberlaufen. Das ist auch nicht mehr viel, was der hier hat, aber der fährt ja auch nicht so schnell. Der fährt ja, wenn er wickelt, immer nur irgendwie 2 km/h.
gut. Schon macht er. Ab zum Hof. Und hier sind wir beim Hof. So, wie war denn jetzt diese Belegung für... Ich kann doch auch irgendwie sagen, meine Verfolger sollen mir nicht mehr folgen. Da muss ich mir mal gucken, wie die Tastenbelegung ist. Der hier muss getankt werden. Unbedingt. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich kletter mal über die Tanks. So. Du kannst auch mal raus. Eigentlich müsste es hier einen Kurs geben. Auf Holz. Wo ging der noch los? Hier ging der los, ne? Dann fährt der schon mal zum Holz. Na, der tankt noch. Schön. Und den können wir dann erstmal sauber machen. Der ist ja dreckig wie Tier. Aha, der andere ist auch fertig. Aber erstmal machen wir ihn hier sauber. Den erkennt man ja gar nicht wieder. Schön waschi-waschi machen. Dann sieht er auch wieder gut aus. Die war noch reparieren. Ich kann doch auch Fahrzeuge reparieren eigentlich. 25.000. Aber dann brauchen die, glaube ich, weniger. Die, glaube ich, weniger Instandhaltungskosten, wenn mich nicht alles täuscht. Das sieht jetzt schon schön aus. Ja, machen wir auch mal. Alles mal eben schön reparieren. Geld ist jetzt nicht so schlimm. Was soll an so einem Gewicht denn kaputt gehen? Noch einen Reflektor abbrechen oder was? Ja, ich werde jetzt immer mal alle Fahrzeuge, die ich hier gerade habe, werde ich mal reparieren.
Unter anderem auch ihn hier. Oh, 23.000. Stellen wir den auch mal in die Halle. So, nachher noch das eine Schneidwerk wegfahren. Ach, der IT-Runner ist schon angekommen. Das ist ja schön. Dazwischen gemusst? Ah, eigentlich nicht dazwischen gemusst. Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof von mir. Gucken, ob ich da überhaupt zwischen komme. Das passt. Ja, zum Glück sehr, sehr gut zu manövrieren. Ja, passt doch. Schick. So. Sehr schön. Den hier wegbringen. Hackschnitzel müssen wir unbedingt wegbringen zur Fabrik. Muss ich gleich mal gucken, wo denn meine ganzen Dingens da gerade sind. Meine ganzen Sattelschlepper. Wir müssen so einiges. Ich will mich jetzt mal ein bisschen um die Produktionen kümmern. Aber erstmal mache ich hier Ordnung auf dem Hof. Das muss auch sein. Dafür bringen wir jetzt den hier mal weg. Ich möchte ja mal wissen, ich bin gar nicht sicher, welche Schneidwerke wir im Multiplayer benutzen. Da gucke ich jetzt einfach mal rein. Schneidwerke. Außer Mais und Sonnenblumen. Aber ist es das? Oder gibt es da noch ein anderes? Da muss ich tatsächlich mal gucken, welches wir im Multiplayer benutzen. Weil das Schöne daran ist eben, dass da der Schneidwerkswagen mit eingebaut ist, dass man da nicht einen extra Schneidwerkswagen verbraucht. Das ist natürlich echt extrem angenehm, wenn man den immer dabei hat, also den praktisch eingebaut hat im Schneidwerk. So.
So. Alles in Ordnung. Alles schön. Dann können wir ihn jetzt hier auch mal zurückfahren. Und unterstellen und dann gucken, wo wir denn so die ganzen anderen Fahrzeuge gerade so alle stehen haben. Also ich weiß, dass irgendwie am Eierhof noch einiges steht an Fahrzeugen. Da können wir gleich mal hin switchen. Gehen wir mal zum Eierhof. Und wie ihr seht, da steht einiges rum. Wie ihr seht, hier steht gar nichts rum, aber... So, leere Paletten brauchen wir und Papierpaletten brauchen wir. Dann kriegen wir hier auch Eier am ersten Stall und am zweiten Stall. Wie weit sind wir hier? Bei dem anderen haben wir alles zu 100% sonst gefüllt. Stroh haben wir nicht ganz zu 100%, aber egal. Das soll wohl erstmal reichen, um zu produzieren. So, und was steht jetzt hier alles rum an Fahrzeugen? So, da hinten steht eine Zugmaschine, sehr schön. Das kommt hier noch von meinem Stroh Exxon Valdez, was wir hier hatten. Von meinem kleinen Strohunfall, der hier war. Ja, aber es war alles schön aufgeräumt jetzt. Die Förderbänder können wir eigentlich auch verkaufen, glaube ich. So. Jetzt holen wir uns erstmal die Zugmaschine von hinten. Wir fahren jetzt auch im Follow Me. Ich habe jetzt keine Lust, die alle einzeln zu fahren. Ah ja, sehr schön geworden. Hier muss ich mal meinen Cosplay-Kurs testen. Ich habe den Tipp bekommen, mal von einer anderen Richtung darüber zu fahren. Mal gucken. Und wir fahren auch mal alle jetzt zurück zum Hof. Ich kann mal die Zeit ein bisschen langsamer laufen lassen. Jetzt kommen wir ja gar nicht nach, wenn wir die Zeit immer so schnell rennen lassen. Dann schaffen wir unsere Arbeit ja gar nicht. Ja, der IT-Runner ist am Ende angekommen, sozusagen. Das ist ja auch richtig so. Wir schauen mal, dass wir jetzt zum Hof zurückfahren. Und dass ich so viele Leerpaletten wie möglich hier mal zu den... zum Eierhof bringen und dann holen wir Papier und bringen Hackschnitze zum Papier. Ja, ist viel zu tun. Können wir gleich mal gucken, wie es unseren Tieren geht. Ich wollte auch noch demnächst mal ein paar Schweine kaufen. Schweine habe ich ja noch gar nicht. Und dann können wir auch mit der Rinderzucht anfangen. Aber dazu muss ich dann gleich erstmal gucken. Unten fährt unser Xerion. Und da steht ja auch noch ein Wagen. Ein Traktor. Na, der musste aber auch mal weg. Wieso habe ich den denn vergessen? Gibt's ja gar nicht.
haben wir den einen verloren. Scheinbar. Naja. Wo ist der jetzt? Mensch, da muss ich gucken. Aha. Hat sich etwas verfahren, ja? Gut, fahren wir den mal von Hand dahin, wo wir hinwollen. Und den können wir dann auch mal, können wir mal alle waschen, sauber machen, tanken. Jawohl. Turbo Boost, oder wie hieß das bei Knight Rider? Wenn er so springt. Auf geht's. Oh, ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben das Wochenende vor uns. Hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, wenn ihr einen Trick kennt, wie ich denn mit einem vernünftigen Überladewagen meine Amazone-Seemaschine befüllen kann mit Saatgut und mit Dünger. Mit welchem Mod oder was ich da vielleicht falsch mache oder so, dann hinterlasst mir noch einen Kommentar. Hinterlasst mir auch gerne ein Like oder abonniert mich. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao.